Wie komme ich an meine potenziellen Kunden ran? Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein und in meinem YouTube-Video soll es heute um das Thema gehen, wie komme ich an meine potenziellen Neukunden ran? Es gibt grundsätzlich drei Phasen im Vertrieb, B2B. Die eine Phase ist die Neukundengewinnung, Neukundenakquise. Das bedeutet, du sprichst mit Unternehmen, die noch nie was von dir gehört haben. Ja, also letztendlich bist du bei dem völlig unbekannt, musst du die erstmal akquirieren, überzeugen, füttern mit Informationen, dich dort positionieren und so weiter. Die zweite Phase ist die Bestandskunden-Vertriebsphase. Das sind dich, also wenn du einen Kunden zum ersten Mal gewonnen hast, dann geht es natürlich weiter. Ne? Also du musst ja quasi immer wieder dich verkaufen, damit dein Kunde so möglichst lange mit dir eben zusammenarbeitet, um großen Customer-Wert, Kundenwert zu generieren und eventuell Cross-Sell, Upsell zu machen, weiter zu wachsen mit dem Kunden gemeinsam, ist der Idealfall über viele Jahre hinweg. Dann hast du einen wirklich guten Job gemacht. Und die dritte Phase, die vergessen auch viele, das sind ehemalige Bestandskunden. Das ist die dritte Vertriebsphase. Ja, super. Die dritte Vertriebsphase ist die Reaktivierung ehemaliger Kunden. Das ist auch eine Sache, die häufig verschüttet geht. Also die ersten beiden, Neukundengewinnung und dann Bestandskundenpflege, Cross-Sell, Upsell, wird schon häufig vernachlässigt. Ja? Dass man immer wieder Neukunden, aber dann gehen auch wieder sozusagen die Kunden wieder weg und dann sozusagen ist man auch immer ständig in so einer Art Hamsterrad. Aber das kriegen mittlerweile auch immer mehr hin, dass sie ihre Bestandskunden pflegen, Cross-Sales, Upsales einbauen, verschiedene Variationen. Aber was dann wiederum noch mehr verschüttet geht, also wo ich sagen würde, da ist noch mehr Potenzial in manchen Firmen, nicht bei allen, ist klar, aber bei Firmen, die es schon ein bisschen länger gibt, ist die dritte Phase, Vertriebsphase, ist die Reaktivierung von ehemaligen Kunden. Ja? Und das wird meiner Meinung nach komplett unterschätzt teilweise, überhaupt gar nicht praktiziert. Ja? Du hast ja schon die Kontaktdaten und ich denke mal, dass auch rein psychologisch einer der Gründe, warum das so unfassbar vernachlässigt wird, ist halt, weil der Kunde ein ehemaliger Kunde ist, weil er sich an irgendeinem Punkt mal entschieden hat oder entschlossen hat, nicht mehr Kunde zu sein. Und dann sagt sich halt letztendlich der Inhaber der Agentur oder des Systemhauses oder der Vertriebler, ist irgendwie so ein bisschen beleidigt, ja, und hat dann irgendwie nicht mehr so richtig Bock auf so einen ehemaligen Kunden, ja, weil der hat sich ja irgendwann mal verabschiedet aus irgendwelchen Gründen, welche Gründe auch immer, im Guten oder was auch immer, aber ja, und ist dann so ein bisschen, ich glaube, das spielt eine große Rolle, ja. So ein bisschen das angekratzte Ego, dass man dann trotzdem nach einem Jahr oder so nochmal anruft. Na, wie schaut es jetzt aus? Ja, finanzielle Situation, vielleicht geht wieder was oder so. Ja. Und deswegen wird es enorm vernachlässigt. Aber ich meine, der ganz große Vorteil da ist ja, ne, es sei denn, der ehemalige Bestandskunde hat dich dazu aufgefordert, dass du seine Daten löscht oder so. Aber du hast ja seine Daten. Ja. Du musst ja da nur anrufen, musst ja da nur quasi... Ne, also es ist ja im Grunde viel, viel einfacher, zumindest mal den Kontakt wiederherzustellen, als wie in der Neukundengewinnung, wo du halt erstmal die Kontakte überhaupt bekommen musst. Ja. Also häufig wird der größte Fokus auf meine Spezialität, Neukundengewinnung, gelegt, ne, auf genau das Schwierigste von allen drei Phasen. Ja. Und dann die zweitschwierigste und die drittschwierigste werden dann am zweiten und am drittwenigsten gemacht. Ja? Also, ja gut, ist egal. Ja, heute geht es, wie gesagt, um die erste Phase, die Neukundengewinnung. Und da ist halt bei vielen, die sich zum Beispiel auch vielleicht noch ein bisschen am Anfang sind oder auch quasi in der Phase sind, sich umzuorientieren. Und das gilt nicht nur für Solopreneure oder Freelancer. Ich habe auch schon mit Systemhäusern zusammengearbeitet. Da waren 50 oder 60 Mitarbeiter oder sowas. Und die haben irgendwie einen gewissen Lebenszyklus eben gehabt, gewisse Lösungen angeboten, 10 Jahre lang. Und dann war das eben nicht mehr gebraucht im Markt. Dann mussten sie sich auch wieder komplett neu positionieren. Haben vielleicht irgendwelche Supply-Chain-Lösungen geboten, die halt nicht mehr gebraucht wurden im Markt.
und haben dann eben was anderes gemacht und haben sich einfach die Firmierung, einfach das Logo, und das ist alles gleich geblieben, die ganze Firma, aber der Inhalt des Systemhauses hat sich halt verändert, ja, also die Leistung, ja, das, was drinnen war in der Firma, an Experten und so weiter. Also auch das ist möglich. Wie kommst du also an diese Kunden ran? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja? Grundsätzlich möchte ich hier mal ein paar Sachen an die Tafel malen. Wichtig ist so die Grunddinger, die meiner Meinung nach, wo ich immer wieder merke, ja, das wird von, also nicht so richtig verstanden. Ja? Also das sind einfach sozusagen, du bildest sogenannte Cluster. Ne? Da draußen gibt es halt irgendwie Zehntausende von Firmen, Zehntausende von potenziellen Kunden. Und um das runterzubrechen, und desto besser du es runterbrichst, das ist mal das Allerwichtigste, desto einfacher tust du dann danach dann in der Neukundengewinnung. Das heißt, du bildest sogenannte Cluster, ja, Datencluster, ja, und wie bildest du diese Datencluster? Also, was ich häufig sehe, also wirklich häufig, auch in vielen Masterminds und alles mögliche, Coaching-Programme und so weiter, da geht es immer danach, okay, wie wäre es mit der Zielgruppe zwischen 50 Mitarbeiter und 250 Mitarbeiter? Ja, okay, also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit des Clusterns. Finde ich aber gar nicht so optimal. Und das, hier geht es quasi um die Größe, ja, die Firmengröße. Schon klar, ne? Logisch. Da wird nach Mitarbeiteranzahl gegangen. Ich finde es aber viel, viel interessanter zu wissen oder zu clustern nach Umsatz. Ja? Denn wenn ich mich anbiete mit egal was auch immer, Dienstleistung, Produkt, möchte was verkaufen. Das heißt, ich minimiere ja ein Stück des Umsatzes der Firma. Das heißt, für mich ist wichtig zu verstehen, wie viel Umsatz macht die Firma und welchen Bruchteil von diesem Gesamtumsatz wäre theoretisch meine Dienstleistung. Ja? Das ist ja extremst wichtig. Ja? Wenn du von einer Firma, die 1 Million Euro Umsatz machst, was verkaufen willst, ja, für 100.000 Euro, dann sind das 10% vom Gesamtumsatz. Wenn du eine Firma, die 1 Milliarde macht, etwas verkaufen willst für 100.000 Euro, dann sind es 0,1%, ja, oder? 0,01, also wesentlich weniger. Ja. Okay, und jetzt kannst du natürlich noch so weit gehen und sagen, okay, Umsatz, das reicht nicht, ja, Umsatz ist viel zu generell. Und dann gehst du halt sozusagen nach Budgets. Dann wird schon super interessant. Das musst du natürlich dann, das kannst du ja auch nicht mehr irgendwie quasi auf Wikipedia einsehen, wobei auf Wikipedia die Umsätze auch Pi mal Daumen sind und veraltet. Ja, also stark wachsende Firmen, da musst du immer nochmal 50% oben draufsetzen, was du da halt im Internet so findest, auf Wikipedia. Budgets, also ist zum Beispiel, musst halt über Telefonakquise rausfinden, ja. Und geht auch Pi mal Daumen. Keiner wird dir auf dem hellen Pfennig irgendwelche Budgets sagen können, wirklich. Aber über gekonnte Telefonakquise kannst du da schon einiges rausholen, ja. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und hier geht es dann wieder, sag mal, kannst du noch weiter verfeinern, ja. Budgets, ja, für was denn? IT-Budgets, Jahresbudget. Ne? Also zum Beispiel größere Firmen haben ein IT-Jahresbudget. Ja? Dann kannst du noch weiter clustern, dann kannst du herausfinden, okay, Projektbudgets, ganz spezielle Projekte identifizieren. Ja. Und das ist teilweise gar nicht so schwer, man muss ja ein bisschen Übung, ja, die richtigen Personen, die richtigen Fragen stellen. Ganz einfach. Es gibt bestimmte Personen im Unternehmen, die auf Budgetfragen sensibler reagieren. Und dann gibt es wieder bestimmte Personen, ja,
bestimmte Personen, die bestimmte Rollen haben in einem Unternehmen, bestimmte Jobtitel sozusagen, die diese Rollen bestimmen oder bezeichnen, die reagieren wieder weniger sensibel auf Budgetfragen. Ja? Und dann liegt es natürlich auch noch ein bisschen individuell, je nach Person. Jede reagiert ein bisschen anders. Die eine sagt halt, ja, das und das und das ist mein Budget. Der andere sagt, ja, das will ich nicht so genau sagen, das darf ich nicht oder will ich nicht und kann ich nicht und so. Ja gut, ja, also deswegen fragst du ja nicht nur eine Person, sondern ein paar Dutzend, ja, oder vielleicht sogar ein paar hundert, je nachdem, wie groß die Kampagne ist, Telefonakquise-Kampagne. Ja. Und so bildest du letztendlich dein Cluster zum Beispiel nach Größe. Ja. Also ich möchte es hier nochmal ganz kurz unterzeichnen, grün für Geld, Moos, ohne Moos nichts los. Ja, ja, und das wäre zum Beispiel hier ein Cluster, den du immer kleiner machst, also immer feiner machst, nicht kleiner, sondern immer konkreter, ja, bis hin zum Projektbudget für ein neues MES-System zum Beispiel, das entwickelt werden muss oder eingekauft werden muss. Oder keine Ahnung was, ja, DMS-Module oder sonst irgendwas, ja. Dafür haben wir eben so und so viel Budget und so weiter und so weiter, ja, also. Und wie gesagt, das ist in der Regel sehr vage, ja. Aber glaub mir, egal wie vage die Zahl ist, die du hier genannt bekommst, und auch hier zählt das Prinzip der höflichen Hartnäckigkeit. Erwarte nicht, dass wenn du einmal nach dem Budget fragst, sofort eine Antwort bekommst. Und erwarte nicht, dass wenn du einmal nach Budget fragst, sofort eine konkrete Antwort bekommst, sondern du bekommst vielleicht erstmal eine Oh-la-la-Antwort, dann etwas konkreter, wenn du dann nochmal eine Schleife drehst, nochmal ein bisschen konkreter nachfragst, ja, vielleicht nochmal ein bisschen mehr konkreter. Also du musst im Durchschnitt, würde ich mal sagen, mindestens zwei bis dreimal eine Schleife drehen, nochmal nachfragen, nochmal ein bisschen anders fragen, nochmal ein bisschen nachbohren, bevor du dann eine etwas konkretere Antwort bekommst bezüglich Budget. Also, nur mal so weit noch nebenbei bemerkt, das ist auch Arbeit, ja, aber es lohnt sich, denn am Ende bekommst du dann eine Range in der Regel genannt, ja, Range. Oder ein Top-Limit, ja. Du kannst dann auch konkret das in deinen Leitfaden mit einbauen, ja, Top-Limit. Top-Limit. Eine Range ist ganz einfach, zwischen 60 und 70.000 für dieses Projekt. Ein Top-Limit ist, ja, also wenn Sie jetzt kommen und sagen, 80.000, damit brauchen wir gar nicht anfangen, es müssen mindestens 150.000 sein, dann wird es wahrscheinlich nichts werden. Ne? Also es werden dann quasi sehr generalisiert, aber es werden Zahlen genannt und dann kannst du quasi, ohne dass du jemals was gesagt hast, ne? Also lass den als erstes sprechen, ja, in dem Fall, weil du nämlich in der Bedarfsanalyse bist. Du bist im Profiling-Frame, ja, und nicht im, du verkaufst noch nicht, ja, in der Akquise, weil du so nämlich erkennen kannst, ja, wie hoch ist die Size of Opportunity, ja, habe ich schon so viele Videos in letzter Zeit gedreht, weil ich nämlich gemerkt habe, dass viele diesen Fokus auf Size of Opportunity gar nicht haben. Ne? Die geben so viel Energie und alles Mögliche aus für Leute oder Kunden oder Interessenten und so weiter, da wo gar nichts zu holen ist. Ja? Die gar keine Kohle haben oder so. Ja? Also hier nochmal auf grün, Size of Opportunity. Ja. Ganz, ganz wichtig. Und die kriegst du damit eben heraus. Also ich will mal sagen, es gibt diejenigen, die grundsätzlich zum Budget nichts sagen können, weil sie einfach selber keine Ahnung haben. Das gibt es auch. Also es gibt ein Projekt, es gibt einen echten Bedarf, es gibt eigentlich alles, nur keine Ahnung über das Budget. Dann ist es aber häufig wieder so, das ist dann eine andere Variante. Ja, wir reden ja hier jetzt quasi sozusagen vom Clustern, dass das Budget gemeinsam sozusagen erarbeitet wird, also definiert wird in gemeinsamer Arbeit. Das heißt, dann in den Fällen, wo man eben noch keine Ahnung hat, dann geht man halt mit einem Berater oder mit einem Dienstleister gemeinsam
und mach das mal einen Analyse-Workshop oder irgendwelche Workshops, Readiness-Workshop und was es alles in so einen Workshops gibt. Und erarbeite dann sozusagen den Scope. Ja? Es gibt ja auch zum Beispiel Scoping-Workshops. Also ganz häufig in letzter Zeit Scoping-Workshops, zum Beispiel beim Thema Replatforming. Ja? Replatforming. Und bei Konsolidierungsprojekten, ja, die genau Konsolidierungsprojekte heißen, weil dort meistens Chaos herrscht und man einfach gar keine Ahnung hat, was es jetzt kosten darf, soll, kann, ja, und so weiter. Da muss man eben mit dem Kunden eben kleine Schritte gehen, ja, und erstmal irgendwie einen Workshop machen für 4.000 Euro. In der Regel die Workshops, die, noch ein kleiner Insider-Tipp, die Workshops, die relativ schnell gezahlt und umgesetzt werden, sodass quasi schon mal ein Kauf getätigt wurde. Ne? Es gibt ja diese Regel, ein Kunde, der schon mal gekauft hat, kauft dann letztendlich 7-mal leichter oder irgendwie sowas. B2B, weiß nicht, ob das da so 1:1 umsetzbar ist. Oder die Regel, die auch so gilt, da drüben spielt jemand Tischtennis. Okay, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, das hat mich ablenken lassen. Im B2B, genau, also die Regel war, was war das letztens? Ja, also alles, was unter 10.000 Euro ist. Ja? Sagen wir so 6 bis 8.000, 6 bis 8K für so einen Workshop zum Einstieg. Ja, habe ich jetzt schon öfter gehört, dass es relativ schnell gezahlt wurde. Ja? Scoping-Workshop, Size of Opportunity-Workshop, Analyse-Workshop. Kannst du dir ausdenken, was auch immer auf dich passt am besten. Ja? Also es ist letztendlich dann individuell, kannst du es dann benennen, wie du willst. Aber es geht um das Prinzip, dass du quasi einen Fuß in der Tür hast. Ja? Ganz klar. Und insbesondere bei Cases oder bei potenziellen Kunden mit einem großen Potenzial, ja, also mit einem großen Size of Opportunity, und wo aber quasi noch unmöglich ist zu sagen, was ist der eigentliche Scope in Form von Euro. Also es können 80.000 sein, es können 120.000, es können 300 werden, alles ist möglich. Das sind dann auch meistens Projekte, so Replatforming-Projekte, Konsolidierungsprojekte, wo auf viele Jahre hinlaufen. Ja, das zieht sich meistens bis zu 5 Jahre. Also länger wie 5 Jahre plant fast kein Unternehmen mehr in der IT voraus. Ja, ich glaube, die Zeiten sind auch haben sich auch geändert. Ja, also. Das soweit mein Tipp zu dieser Akquisephase und welche Fehler da manchmal gemacht werden und wie man sozusagen hier reingehen kann, um festzustellen, okay, wer könnte da mein potenzieller idealer Wunschkunde sein? Das ist also Schritt für Schritt gehe ich da eben rein und das funktioniert am allerbesten mit ein bisschen Recherche, ein bisschen Vorfiltern über Social-Media-Kanäle, Daten, alle möglichen Datenquellen. Ja. Was da genau wir nutzen bei kleinen Marketing, können wir gerne mal ins Gespräch kommen. Und was genau die Skripte und so weiter sind, die wir verwenden für die Telefonakquise, dass wir letztendlich dann immer die Infos bekommen, mehr oder weniger, die wir auch brauchen, um letztendlich auch unseren Kunden eine Größe zu geben, also eine Opportunity-Größe, dass wir ungefähr wissen, okay, der Kunde ist uns etwas mehr wert, der andere etwas weniger. Da lohnt es sich, etwas mehr Schmalz reinzustecken, Zeit, Kapazität, Consulting, Beratung, was auch immer wir anbieten, ja, im Vorfeld, weil hinten raus der Hebel etwas größer ist. Also all die Mechanismen, was wir da genau nutzen, wie wir das genau machen, können wir gerne mal auch in einer bezahlten Strategie-Session tiefer einen Deep Dive machen
Oder halt in einer unbezahlten Strategiesession, die dauert aber maximal 20, 30 Minuten. Da können wir einfach nur schauen, okay, passen wir zusammen oder nicht. Ja, den Link findest du irgendwie hier unten. Ansonsten geh einfach auf meine Webseite klein-marketing.com, ja, oder meine Beratungswebseite. Da habe ich nochmal eine extra Webseite gemacht, thomasklein.consulting. Ich freue mich auf deine Kontaktanfrage. Wenn du noch Fragen hast, einfach hier unten auch in die Kommentare schreiben für die komplette Community bei mir. Ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Und dann bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Happy Hunting und ja, alles Gute. Bis dahin, dein Thomas Klein und tschüss.